Hallo zusammen, ich bin's Anna und ich habe heute was richtig Tolles zu verkünden in diesem Video. Und zwar, ich habe meine Challenge geschafft, die ich hier mal vor Wochen, ich glaube am 13.04. habe ich das erste Mal dafür angefangen zu trainieren. Da habe ich mir ein Ziel gesetzt, 163 Stockwerke auf dem Stepper zu schaffen. Am Stück, ohne Pause, komplett ohne Pause. Ich habe es geschafft gestern. Gestern am Freitag habe ich, Freitagabends, keine Ahnung, 18:30 Uhr oder so, bin ich angefangen und ich habe es da geschafft. Ich bin insgesamt 165 Stockwerke sogar halt hochgegangen, weil ich dachte mir so, das ist eine bessere Zahl als 163 und ich wollte lieber 165 schaffen. So war ich dann bei 165. Ich hätte auch bestimmt noch 170 oder mehr geschafft. Wenn man einmal da drin ist, dann ist es kein Problem jetzt, also Tag danach, meine Beine, es geht, also ich habe, glaube ich, irgendwie so eine leichte Verletzung im Oberschenkel, so ein bisschen irgendwie von der Übung, von so einer Beinübung, die ich letzte Woche mal gemacht habe. Die habe ich ein bisschen gemerkt, aber ansonsten geht es eigentlich. Meine Gesäßmuskulatur merke ich so ein bisschen jetzt. Mal gucken, wie es morgen geht. Morgen mache ich auch komplett Pause. Ich mache nach diesen krassen Belastungen erstmal 2 Tage natürlich Pause. Aber ich wollte euch sagen, ich habe es geschafft. Und hier seht jetzt gleich ein paar Bilder von dem, was passiert ist, so als Animation. Die werde ich euch gleich einmal einblenden und dann zeige ich euch quasi den Weg dahin. Den Weg, wie ich es geschafft habe, bis zu 165 Stockwerken in ein bisschen mehr als 51 Minuten. Also ich finde es gut, ich bin richtig stolz auf mich. Ich hoffe, ihr seid auch stolz. Ich habe es geschafft. Danke an den YouTuber Dave. Hatte die Idee von diesem Video und ich habe die aufgegriffen, weil ich es unbedingt machen wollte. Die nächste Sportchallenge steht auch schon so gut wie fest, aber die verkündige ich natürlich jetzt auch noch nicht, weil ich muss ja erstmal ein bisschen dafür üben, bis ich zu einem gewissen Punkt komme. Und dann kann ich sie vielleicht verkünden, damit ich ihn irgendwie zeitnah schaffe. Das war jetzt auch, ich weiß nicht war genau, wann ich das verkündet habe, auch ein Monat oder zwei ist es auch schon her gewesen. Da habe ich 100 geschafft und dann habe das danach folgende war 120, glaube ich, das höchste, was ich davor geschafft habe. Und ich bin so stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Das hat mir gezeigt, dass mit ganz viel Arbeit ich wieder meine alte Form, auch, also so allgemein alte Form vom Körper her, auf jeden Fall schaffen kann und vielleicht auch sogar überbieten kann. Ich will endlich zufrieden sein, wenn ich in den Spiegel gucke. Und deshalb mache ich solche Challenges, um mich so ein bisschen selber herauszufordern und so ein bisschen auch zum Cardio-Training auch noch zu verdonnern. Ja, ich gehe auch sehr gerne schwimmen und so, aber dazu wird keine Herausforderung irgendwie geben, weil Schwimmen ist wirklich einfach nur Spaß. Aber ich wollte nur sagen hiermit, dass die Challenge geschafft wurde und genieße jetzt gleich die Animation und das Video, was ich dann auch im Fitnessstudio kurz aufgenommen habe. Dazu, als ich gerade kurz davor war, die 163 Stockwerke zu erreichen. Ja, und wie gesagt, euch noch einen schönen Tag und ja, genießt die Animation. Bis dann. Ciao. Der Start am 7. April 2022. Am 13. April habe ich schon 50 Stockwerke geschafft. Und am 25. April habe ich schon 65 Stockwerke auf den Stepper geschafft. Am 5. Mai habe ich zum allerersten Mal 100 Stockwerke geschafft und ich war richtig stolz auf mich. Am 12. Mai habe ich erneut 100 Stockwerke auf dem Stepper geschafft. Am 27. Mai habe ich 50 Stockwerke geschafft. Am 31. Mai legte ich 40 Stockwerke zurück. Das war nur das Aufwärmen zu einem Spinning-Kurs, den ich unbedingt mal wieder mitmachen wollte, deshalb halt nur weniger als sonst. Am 2. Juni bin ich zuallererst 60 Stockwerke auf dem Stepper gelaufen und anschließend 20 Stockwerke, um das doch ein bisschen zu erhöhen und dann zu guter Letzt nochmal 30 Stockwerke. Das waren dann insgesamt 110 Stockwerke, also eine Steigerung. Am 9. Juni bin ich zunächst 100 Stockwerke auf dem Stepper gelaufen und habe anschließend nochmal 20 Stockwerke zurückgelegt. Also mein neuer Rekord, 120 Stockwerke und es geht natürlich weiter. Am 11. Juni habe ich zum allerersten Mal den Versuch gestartet, die 163 Stockwerke zu schaffen und bin leider daran gescheitert und am Ende wurden es nur 120. Ich wurde am Ende auch immer langsamer, aber es wurde immer besser. Am 21. Juni bin ich 60 Stockwerke gegangen. Ich habe leider nur ein Bild von den 50, tut mir leid. Am 27. Juni bin ich 82 Stockwerke gegangen.
Einen Tag danach, am 28. Juni, bin ich 67 Stockwerke gegangen. Und am 7. Juli bin ich nur 36 Stockwerke gegangen, weil ich mich da einfach nur aufwärmen wollte vor dem Krafttraining. Am 11. Juni hatte ich ganz wenig Zeit zum Aufwärmen, habe mich so nur 5 Minuten aufgewärmt und deshalb nur 20 Stockwerke geschafft. Dann am 12. Juni die Generalprobe, 60 Stockwerke und ja, dann kommen wir jetzt gleich zu dem spannenden Teil. Jetzt kommen wir zu dem Versuch am Freitag, den 15.06., die ersten 63 Stockwerke, da habe ich es entschieden. Und das sind dann die nächsten, 123, mein neuer Rekord war das, das habe ich natürlich auch festgehalten. Und dann die 143 Stockwerke, die ich geschafft habe. Und ja, das war schon sehr anstrengend, ich war ziemlich am Ende. Dann die 153, da war ich mir 100% sicher, ich schaffe das. Das hätte ich auch definitiv zu Ende gemacht. Und jetzt folgt ein Video. Schafft. Nein. Damit ist es ja 63, 64. Jo. So, das ist mein Endresultat, 165 Stockwerke. Ich habe es geschafft, ich bin so stolz auf mich. Und gleich seht ihr noch, wie viel Kalorien ich da verbrannt habe und so weiter und so fort. Euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video, eure Anna. Ciao, ciao.